Was? Scheiße. Ja. Das ist der 9.05.2012. Ich frage, was du essen willst. Da sagst du, du bist schon wieder Fisch. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll, denn der Fisch ist nicht mehr frisch. Yeah. Das ist so leicht, irgendwie im Trinken zu, im Liegen zu trinken. Da verschluckt man sich immer. Ich frage, was du essen willst. Dann sagst du bestimmt schon wieder Fisch. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Denn der Fisch ist nicht mehr frisch. Ich frage, was du essen willst. Dann sagst du bestimmt schon wieder Fisch. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Denn der Fisch ist nicht mehr frisch. Wenn ich dich frage, was du essen willst, dann sagst du bestimmt schon wieder Fisch. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll, denn der Fisch ist nicht mehr frisch. Wenn ich dich frage, was du essen willst, dann sagst du bestimmt schon wieder Fisch. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll, denn der Fisch ist nicht mehr frisch. Wenn ich dich frage, was du essen willst, dann sagst du bestimmt schon wieder Fisch. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll, denn der Fisch ist nicht mehr frisch. Fisch. Kann ich so recht bei so hoher Stimme Fisch zu sagen? Fisch. Ja, ich kann den Mund nicht so klein machen und dann mit meiner fetten Zunge den Zischlaut mit den Zähnen machen. Dazu ist mein Gewiss einfach zu gigantisch. Probieren wir es nochmal etwas tiefer. Wenn ich dich frage, was du essen willst, dann sagst du bestimmt schon wieder Fisch. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll, denn der Fisch ist nicht mehr frisch. Da glaube ich nicht wirklich tiefer. Wenn ich dich frage, was du essen willst, dann sagst du bestimmt schon wieder Fisch. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll, denn der Fisch ist nicht mehr frisch. Tja, da war ich irgendwie nicht laut genug. Zur Abwechslung mal nochmal in normaler Stimmlage. Wenn ich dich frage, was du essen willst, dann sagst du bestimmt schon wieder Fisch. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll, denn der Fisch ist nicht mehr frisch. Ich weiß nicht, ob irgendjemand aufgefallen ist, wie bescheuert dieser Text ist, und irgendwie ist ja auch egal. Ich habe beim Nachhausefahren irgendwie die ganze Zeit ein Ohrwurm von diesem dummen Text gehabt. Ich bin vorhin voll lange am Leopoldplatz rumgefahren und dann noch rund um die Seestraße. Das ist alles im Wedding, ein Teil von Berlin, ein Teil von Deutschland. Aber wen interessiert das? Fakt ist jedenfalls, ich habe eine afrikanische Kneipe gesucht, weil ein Typ am Telefon gesagt hat, ich soll dort nach jemanden fragen, der ihn kennt, weil er kennt jemanden, dem ein Telefon gehört, das derjenige verloren hat, und ich habe das gefunden, und da dachte ich mir, ich kann ja mal versuchen, es zurückzugeben. Aber ich habe den Scheißladen nicht gefunden, und jetzt ist der Akku leer von dem Scheißtelefon. Ja, mal sehen. Vielleicht werde ich es irgendwann mal benutzen, aber es stinkt und deswegen wird es jetzt auch erstmal eine Weile noch zum Auslüften in der Ecke liegen. Ich habe eh kein Netzteil dafür, es ist ein LG-Telefon. Tja. Wenn ich dich frage, was du essen willst, dann sagst du bestimmt schon wieder Fisch. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll, denn der Fisch ist nicht mehr frisch. Ja, Prost. So ist das, wenn man aus der Nachtschicht kommt, aus der Spätschicht kommt. Tja. Voll die trockene Nase jetzt, weil draußen die Luft so warm und so trocken ist. Dafür habe ich ein nasses T-Shirt.
Das werde ich vielleicht demnächst mal auswechseln. Aber ich muss gleich noch mal los. Ich muss noch die Katze von meiner Schwester füttern. Ja. Wenn ich sie frage, was sie essen will, dann sagt sie bestimmt schon wieder Fisch. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll, denn der Fisch ist nicht mehr frisch. Ja. Meistens sagt sie gar nichts. Und das ist der Katze eigentlich auch vollkommen Wurst, was ich hier in diese komische Schale reinmache. Hauptsache, sie kriegt irgendwas Geliertes. Das Zeug sieht sowieso im Grunde aus wie Trockenfutter mit irgendeiner Glibbermasse, weil wahrscheinlich ist es auch nichts anderes. Aber dem Miezekater schmeckt das trotzdem besser als nur das Trockenzeug. Ist ja auch verständlich. Wer hat schon Bock, sich den ganzen Tag von Müsli zu ernähren, nicht wahr? Nichts mehr drin. Immer dasselbe. Verdammt nochmal, ist da Schaum drin. Wenn man liegt, sollte man wirklich kein Bier trinken. Wenn ich dich frage, was du essen willst, dann sagst du bestimmt schon wieder Fisch. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll, denn der Fisch ist nicht mehr frisch.